und ein weiterer Lichtstrahl ist ausgeschaltet worden. Hier sind auch wieder Krokodile. Wow, das sind ein paar mehr. Und da oben haben wir schon irgend so ein Biest gesehen. Mist, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist echt nicht drauf. Naja, gut. Das muss ich die ganze Zeit kratzen hier. So. Geh mal drauf. Hier. Lichtstrahl, Krokodile. Irgend so eine Sonne, die sich hier rumbewegt. Na gut. Ja, das kann jetzt erstmal lustig werden mit diesen teleportierenden Krokodilen. Tja. Wird schon irgendwie gehen, aber. Die sind nur so kurze Zeit da, das ist das Blöde. Sie ziehen blöderweise ziemlich viel. Da man sie ziemlich schlecht trifft. Na gut. Direkt zwei weg. Na gut. Können wir die Viecher besiegen? Nein, wir können sie nur lähmen, oder? Ja, wir können sie nur lähmen. Naja, auch mit Zauber geht das nicht. Das wäre wahrscheinlich diese Monsterhöhle gewesen. Na gut, können wir nichts machen. Müssen wir später nochmal irgendwann zurück. Was ist hier? Ja, aber ich meine ja, wenigstens kann man sie lähmen oder irgendwas mit denen machen. Sonst wäre es natürlich auch blöd. Falsche Richtung. Habe ich den gerade mit einem Schlag besiegt? Ah, blödes Ding. Nein, ich wollte schon sagen. Es hätte mich jetzt auch überrascht, wenn ich den mit einem Schlag besiegt hätte. So. Blödes Viech. Oh nein, wir sind tot. Oh, eine Stimme kam aus den Wolken, weil dich nicht so sehr. Wir hatten nicht mehr die Heilkräuter ausgerüstet. Wir sehen uns gleich da wieder, wo ich gestorben bin. Bis dann. Falscher Weg. Wir sehen uns gleich wieder. Hier bin ich auch wieder. Und ja, ich habe ein bisschen Schaden bekommen wegen diesen blöden Blumen da, die diese Schmetterlingsbienen da ausspucken. Aber gut, es ist jetzt nicht so schlimm. So, war alles nochmal von vorne hier. Bäm. Das war aber mit einem Schlag. Jetzt können wir erstmal warten, bis er wieder sich bewegt, so. Ach, jetzt können wir... Ah, gut. Hier ist der Anfang. Jetzt können wir mich auch hier durch. Gut. Und jetzt kommen wieder die Krokodile. Nein, ich habe keinen Bock auf die. Diese Sonnen da, oder was das sein soll. Ja, die sind auch ziemlich nervig, muss man dazu sagen. Und die bewegen sich auch irgendwie immer ein bisschen anders. Die gehen nicht auf einen zu, sondern die gehen halt irgendwo hin, wo sie gerade Lust haben. Das ist ziemlich blöd. Aber gut. Hoffentlich haben wir sie jetzt. Nein, Mann! Scheißviecher. Jetzt weg mit denen. Danke. Nein, ich dachte jetzt, wir besiegen die. Höherer Level. Ja, gut, kann man dann auch mal bekommen. Und wow. Kann man dazu, glaube ich, sagen. Einfach mal rumschießen jetzt. Nein, wir haben gar keine. Ah, nein, wir sind ja gestorben. Wir haben ja gar keine Juwelen mehr. Ja, gut. Jetzt, wo man es dann doch mal braucht, haben wir keine mehr. Das ist blöd. Naja, wenigstens wurden wir gerade wegen dem Levelaufstieg geheilt. Eine gute Sache gibt's deshalb trotzdem noch. Und es geht immer weiter hier. Okay, hier ist eine Treppe. Was war oben? Ich meine, da war nämlich auch noch was. Ich blicke hier gerade mal nicht mehr durch. Muss ich dann wirklich sagen. So.
Ach, wir befreien wieder etwas. Ja, gut, dass ich nochmal oben war. Ein Eichhörnchen. Ich wusste doch, dass hier oben noch eins ist. Naja, gut. Zwar nicht auf die Weise, die ich jetzt gedacht hatte. Wow. Abstehen. Aber dort ist noch eins. Ich wusste nicht, dass da irgendwie noch eins ist. Aber gut. So, wir gehen erstmal runter. Und genau das ist mich jetzt schon mit dem Licht. Ohne diese Seele des Lichts hätten wir kein Licht. Und das wäre blöd. Außer halt diese Lampen, die bringen automatisch ein bisschen Licht. Aber ansonsten werden wir verloren. Wir sind ja auch so schon ziemlich verloren. Denn wirklich viel Licht haben wir trotzdem nicht. Wir haben nur so einen kleinen Winkel. Ja, so einen kleinen Grad, kann man sagen. Oder Brennweite, ich sag Brennweite. Erstmal diese Krokodile wieder kaputt machen, ey, die gehen mir echt sauer auf den Sack. Ja, das, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind erstmal die schlimmsten Gegner, die es gibt. Vorerst. Es gibt bestimmt später noch schlimmere, aber mittlerweile sind die echt blöd. Und jetzt im Dunkeln erkennt man noch richtig schlecht, wo die überhaupt hingehen. Ah, gut, ein Weg. Wir gucken erstmal rum, was hier noch ist. Nicht viel. Außer Wände und Säulen. Und labyrinthmäßige Sachen. Ist hier noch irgendwas in der Mitte? Nein? Wow. Na gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Und gucken, was hier ist. Wir können unser Licht, wie nennt man das? Unser Sichtfeld. Mit dem Licht können wir auch ein bisschen erweitern, wenn wir jetzt einfach noch stumpf gegen die Wand laufen. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Genauso geht das auch mit unten. Dass die Seele immer der Bewegung folgt. Und nicht der, nicht dem Spieler. Also schon dem Spieler, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber auch der Bewegung. So. Was befragen wir jetzt? Ein Krokodil. Ah, dann können wir jetzt darüber. Beziehungsweise das Reh kann rüber. Damit wir irgendwas bekommen. Na gut. Hier ist noch irgendwas. Achso, hier sind wir. Sind wir hierher gekommen? Nein. Nein, hier sind wir nicht hergekommen. Deswegen gucke ich nochmal oben nach. Irgendwas kann hier ja noch sein. Was mehr nie? Nein, ist nichts mehr. Gut. Sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden? Nein, hier ist wirklich nichts mehr. Wir haben nur diesen einen Weg übrig. Und jetzt müssen wir ein wenig uns den Weg hier blind herausfischen, kann man glaube ich sagen. Denn ja, wir haben ja wirklich nur so eine kleine Brennweite an Licht. Was dann doch ein bisschen blöd ist. Ich meine, besser als nichts, aber. Okay. Hier ist es scheiße. Hier ist es sehr scheiße. Ja. Also diese Kombination von diesen Feuermonstern und diesen Krokodilen. Naja, gefällt mir nicht. So. Ah, ein Portal. Ja, das. Das nehmen wir immer gerne. Und wir befreien einen weiteren Maulwurf. Der zum ersten Mal nicht in einem Maulwurfshügel oder in einer Maulwurfshöhle drin ist. Ja, ich weiß, da war noch das Portal, aber wir gehen jetzt mal weiter. Gucken mal, was hier sonst noch ist. Wow. Ja, so. Was ist das hier? Nichts, ah, gut. Na, da ist wieder irgend so eine Monsterhöhle. Wahrscheinlich von diesen komischen Feuerbällen da. Ist hier was? Ja, hier ist was. Einmal State helfen. Und gucken, was hier unten noch ist. Ja, okay, ist einfach nur der Rückweg. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Portal. Am Arsch mit dir. So.
Wir sind wieder voll geheilt und gucken uns ein wenig um. Wir haben den Hund da befreit. Gucken erstmal hier. Mein Name ist Monmo, der Maulwurf. Hier ist es so hell, ich kann nichts sehen. Kannst du mich bitte in mein Haus führen? Ich werde dir folgen. Geh bitte zu dem Loch, das zu meinem Zuhause führt. Bitte erst wieder mit mir. Okay. Ja, okay, wir müssen ihn an das richtige Loch führen. Und dann sollen wir wieder mit ihm sprechen, wenn er auf dem Loch ist. Ist das ein Loch? Gucken. Wie habe ich das denn gerade gemacht?